sind wir gerade. Vermutlich werden es wieder ein paar mehr wie in den letzten Tagen auch. Die Woche ist schon vorbei, das ist fast unfassbar. Ralf, schon mal vorab an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für dich und an dich und dein Team für die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt. Und natürlich auch danke in die Community, weil ihr habt mega mitgearbeitet und wir gehen ja heute sowieso ins Review, von daher will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Wir machen das wie üblich. Ich setze euch gleich nochmal die Links rein zum Concept Board und auch zum Blogpost von der TK-Woche. Und wenn ihr Fragen habt, haut die gerne in den Chat rein oder hebt die Hand und Ralf und ich gucken dann, dass wir das sozusagen inhaltlich blockweise alles mitnehmen. Habt ihr vorab Fragen, bevor wir in das Ende der Woche einsteigen? Ich sehe und höre erstmal nichts, Ralf. Von daher, genau. Your stage. Genau. Let's ja, vielen Dank. Na, ja, genau. Ja, so schnell geht eine Woche rum. Ist tatsächlich so. Sehr intensiv. Ja, für uns auch ja, ja ein Novum, dass wir das erste Mal so etwas gemacht haben, beteiligt haben und wo wir uns am Anfang auch die Frage gestellt haben, ist es überhaupt ein Thema, unser Thema, so für eine Community? Ist da der Need auch da, sich darüber auszutauschen? Und ja, so vielleicht für mich als erstes Fazit. Ja, ich glaube ja, wir haben schon ein bisschen auch mit unserem Thema den Puls der Zeit getroffen und konnten ein bisschen was berichten und nehmen auch was mit an der Stelle. Und ihr seht hier heute nochmal das Recap sozusagen. Das sind noch zwei offene Fragen, die hier reingekommen sind. Und für mich auch in Richtung asynchrones Arbeiten, all das, was dann tagüber so auf dem Concept Board immer passiert ist, ja, hat mir so ein bisschen auch das Gefühl gegeben, so kann ein MOOC funktionieren. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Vergleiche, aber ich glaube, da könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, wie es für euch ist. Und würde das vielleicht auch mal so zu, vielleicht mal als kurzes Blitzlicht auch zurückgeben für die, die so die Woche verfolgt haben. Wie war es denn so für euch? Gerne vielleicht eine kurze Meldung. Claudia. Ja, also ich hatte das Vergnügen, dass es die Woche gut geklappt hat, dass ich dabei sein konnte. Und ich muss sagen, sehr inspirierende Inputs. Ich fand die Idee auch mit dem Concept Board super, sodass man auch im Nachgang immer wieder nochmal reflektieren konnte, wieder raufgehen konnte. Und ja, ihr habt einige Gedankenprozesse bei mir angeregt und viele Inspirationen gegeben. Also dafür herzlichen Dank. Ja, super, cool. Danke. Da war gerade noch eine Hand oben, die war aber schnell wieder unten. Vermutlich, da kommt sie wieder. Ich kann den Namen nicht lesen. Das ist der Dennis. Moin, Dennis. Moin. ich habe dich ja auch schon angeschrieben. Ja, genau. Für mich war die Woche pures Gold, weil wir gerade dabei sind, genau das oder fast genau das, was ihr macht, bei uns auszurollen. Wir haben dazu nächsten Monat einen Kickoff, wo wir das allen Mitarbeitenden dann auch erklären, darlegen, was wir da so vorhaben. Da war eine ganze, ganze Menge dabei, was ihr so erzählt habt, was ich gerade schon so auf mich zukommen sehe, gerade auch wenn es um die eine oder andere Hürde oder den einen oder anderen Widerstand geht. Den fange ich gerade an zu spüren. dementsprechend war das gerade goldrichtig für mich und eine super hilfreiche Geschichte. Genau. Okay. Super, das freut mich sehr. Genau. Ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, bevor ich auf die letzten beiden Fragen eingehe. Also wenn noch jemand eine Meldung hat, sehr gerne, dass wir nochmal so ganz kurz auf die einzelnen Tage gucken. Das ist schön am Concept Board. Wir können nochmal so ein bisschen die Woche rekapitulieren, ganz kurz, ja, und sehen, was da passiert ist. Vielleicht für ein oder andere auch neu. Und dann im Anschluss auf die Fragen gehen. Und ich glaube, dann haben wir die Woche auch gut abgerundet. Auch vielleicht für mich nochmal das Resümee, was wir so für uns da mitnehmen an der Stelle. Ja, so, genau. So, ich nehme euch einfach mal mit im Concept Board. Nein, das brauche ich nicht. Den hier nehme ich. Dann kann ich euch hier mal kurz mitnehmen. Montag haben wir so allgemein vorgestellt, was wir, wie bei uns Lernen, Führung und Lernen, wie sich das entwickelt hat und wie wir das bei uns vorangebracht haben und wo wir gerade stehen. Und dann hat ja am Dienstag waren euch und meinen Kollegen hier und wo wir das Thema Führung uns angeguckt haben, wo wir unsere
Maßnahmen wie Lead vorgestellt haben, dass wir hier haben die Führungskraft als lernende Person, das gerade läuft, und die Führungskraft als Lernbegleitung, als Lernguide. Da hatten wir heute Morgen wieder gerade einen Kickoff für die nächste Expedition. Ja, so. Und wo wir auch merken, also es war heute Morgen auch schön, wie unterschiedlich, das ist immer die Frage, wie weit sind die Leute auch bei uns, wie unterschiedlich die einzelnen Bereiche sind. Also eine Einheit in Kiel beispielsweise dabei war, die schon ganz klar auch mit den Dingen arbeitet, Kompetenzen zu gucken, sich Lernziele zu setzen mit dem Team beispielsweise, das nächste Vierteljahr zu planen und auch darüber auszutauschen, fand ich super, für mich auch super inspirierend zu gucken, okay, wie weit das schon gereift ist dann auch, ja. Andere, da waren aus Münster, da wird bei uns Krankengeld berechnet, wenn jemand länger krank ist. So, da sind jetzt vier Teamleitende mit dabei, die sich wieder so finden wollen, sagen, wir machen auch was, aber müssen wieder auffrischen. Ja, so. Und von daher merkt man, das ist ein Thema, das uns betrifft. Und wenn man hier mal so ein bisschen rüber guckt, wo wir die Frage gestellt haben, Toko und Fabian, welche Rolle Führungskräfte bei euch haben im Lernen? Da gab es noch zwei, die, wo es darum ging, okay, Vorbild sein und Hindernisse aus dem Weg räumen, wo es sogar noch Unterstützung gab. Und auch das ist für uns gut zu sehen. Wie seht ihr das? Sind wir da vielleicht zu weit oder wo stehen wir da? Und viel von dem kann ich erkennen. Ne? Also das Erkennen von Potenzial und Kompetenzen ist ein Thema, was bei uns momentan sehr stark auch diskutiert wird, wie wir das machen können. Braucht es bei uns ein Kompetenzmodell? Wir haben, wie gesagt, kein tiefgreifendes, in dem Sinne mehr auf Metaebenen und arbeiten daran. Aber wenn es darum geht, Kompetenzen und Potenziale zu erkennen, liegt das bei uns bei den Führungskräften auch, ja, beispielsweise. Ja, und die Herausforderung, auch da kann ich einiges erkennen, die Integration in den Arbeitsalltag und dass es wirklich gelebt wird. Also von daher kann ich da wirklich vieles sehen, was bei uns auch eigentlich täglich diskutiert wird an der Stelle. Ja, so. Und Veränderung von sozialen Skills dauert länger als gewünscht und das richtige Arbeiten. Das, glaube, das kann man richtig in Haken dran setzen. Das ist es tatsächlich. Ja, so. Und da geht es immer darum, etwas da zu gucken, wie kann man das auch den Führungskräften, wie kann man Führungskräfte dabei unterstützen, damit sie an dem Thema die Rolle auch gut ausfüllen können. Ja, so. Genau. Ja, wenn ich dann herüber gucke, und das sind alles Dinge, die ja im Endeffekt nach dem Impuls eingetragen wurden, werden ja während dem Impuls gar keine Zeit, die Fragen zu stellen. Und das ist alles im Laufe des Tages gekommen, ja, so wie die Erfahrungen sind mit Eigenverantwortung. Und da finde ich spannend auch nochmal das Thema Erfolge feiern und sichtbar machen ist wichtig. Und ich glaube, das kommt oft, ja, vielleicht auch bei uns ein Stück weit zu kurz. Wir versuchen uns immer daran zu erinnern auch, ja, und die Erfolge auch mal zu feiern. Aber ich glaube, das liegt nicht so in unserer Art, so in unserer deutschen Art, so das alles zu feiern, sondern wir sind da eher ein bisschen zurückhaltender. Und ich komme ja aus Süddeutschland, ich bin ja Badener. Und der Schwabe neben uns sagt ja, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja, so. Und ich glaube, das soll man ein bisschen mehr tun vielleicht, wie das in der Richtung. Und wir sind da auch auf dem Weg, hoppla. So, genau. Herausforderungen. Ich finde, das ist auch nochmal wirklich schön, das Thema, sehe ich mehrmals jetzt, Selbstreflexion, Haltung. Und das ist das A und O mit Haltung und ist für uns auch das Thema, wo wir Veränderung herbeiführen können. Wie gesagt, ich habe es auch im Laufe der Woche gesagt, es gibt 1000 Tools und jeden Tag gibt es ein neues Tool, das wir nutzen können zum Lernen. Die Frage ist, wollen wir das dann auch? Ne? So, und bereitgestellt ist schnell. So, und dann heißt aber doch, nee, brauche ich nicht oder wie auch immer. Ich glaube, da eine gute Mitte zu finden, ist wirklich wichtig. Und das Thema, so wie ich sehe, das Thema Selbstreflexion, auch mit Coaching, kollegiale Beratung, das zahlt auch für uns sehr stark drauf ein. Ja, so, also es sind eine ganze Menge, was da an Rückmeldungen gekommen ist. Das war so der Dienstag. Mittwoch waren wir dann im Lernökosystem, wo man also sehr lange oder sehr der Fokus lag auf Lernzeit, die wir haben ja am Mittwoch.
Wo wir so ein bisschen so einen Überflug gemacht haben, was es bei uns alles so gibt. Und auch da war im Nachgang, kam dann nochmal zum Thema, welche Erfahrungen ihr mit selbstgesteuertem Lernen im Unternehmenskontext habt. Und das finde ich auch sehr, 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 sehr bunt. Ja, so auch ein paar, zwei mit Sternchen nochmal versehen. Das heißt, da drin, wie man das vielleicht unterstützt. Lerntandems oder Learning Out Loud Circles, ne, sind gut funktionierender Weg. Und das machen wir gerade auch bei Führungskräften, gerade bei unserer Führungskraft als Lernguide, wo wir die von Anfang an oder bei Arbeitsplatzbegleitung und Coaching von Anfang an Tandems nehmen, damit ein Austausch stattfindet. Ja, und das Thema Verantwortung fürs eigene Lernen, diese Überforderung, auch das nehmen wir zum Teil wahr vielleicht. Und da sind wir auch an den Themen sehr stark mit dran. Wie können wir da die Selbstlernkompetenz einfach starten? Auch paar interessante Thema Experimente. Na, mit dem Thema, das würde ich mich auch mit nochmal interessieren. Ich kann jetzt halt nicht sehen, wer die Karte geschrieben hat, also wir experimentieren gerade damit, mit Projekten das Lernen als Output-Kriterium von Beginn zu definieren. Wäre nochmal ganz spannend, was das sich dahinter verbirgt. Ja, so wie das Experiment auch verläuft. Ja, so. Und das Thema Integration, Learning on the Job. Bei Programmieren geht das anscheinend sehr gut. Gute Erfahrungen auf Teamebene einzuführen, sehe ich noch. Und an Veränderung, Mindset braucht es ja, genau. Also auch hier immer wieder das Thema Haltung. Ja, so. Gestern war es ja nochmal auch sehr spannend. Da haben wir nochmal geguckt, so in Richtung Zukunft. Wie können wir diesen Digitalwandel gestalten? Und ihr seht, hier ist ein Voting, wer gestern nicht dabei war. Das heißt, wir haben mal geguckt vom Stand jetzt, was hier so links ist und wo sich das Lernen und hinentwickelt, was es braucht. Und ich habe hier so ein paar Thesen mitgebracht. Und da wurde ganz stark als Kriterium, also das mit meistgewollte Kriterium war, Lernen in den Arbeitsablauf einzubetten. Also noch näher ranzukriegen, ne? Weg von situativem Lernen, sondern Lernen ist eigentlich ein Thema, das uns täglich begleitet, was es auch schon tut, aber auch das bewusster machen, dass es so ist. Ja, so jeder von uns lernt quasi täglich dazu und nimmt das vielleicht für sich gar nicht so wahr, weil es vielleicht zum Job gehört. Ja, so, und dann haben wir, seht ihr hier das zweite Modell, lebenslanges Lernen. Ja, und dann hatten wir so als nächstes dann das Thema Steigerung des geschäftlichen Nutzens für Learning and Development. Ja, so, und das Thema Lernen als lohnende und wertsteigende Tätigkeit anzusehen und die Vorbereitung der Mitarbeitenden, auf künftige Aufgaben mit vorzunehmen. Dazu war wieder asynchron die Möglichkeit, hier zu posten. Und ihr seht, da ist wieder auch einiges an Ideen gekommen. Auch die könnt ihr euch gerne so für euch abgreifen. Dazu ist es ja das Konzeptboard ja auch gut da. Ja, gerade dieses Thema Mindset, ich bin zu alt, ist vielleicht spannend. Ja. Und auch das Thema Teilen, Selbstreflexion, auch hier wieder Trend sehen, Verständnis schaffen. Und ich glaube, das kommt auch wieder so ein bisschen gemeinsam auch in Führung drauf an, wie erkenne ich als Führungskraft Trends und wie kann ich die mit meinem Team bearbeiten. Das Thema neue Geschäftsideen kommt hier mit dazu. Gerade auch vielleicht vor diesem Punkt, ne, dass das Lernen mehr als Aufwand gesehen wird, vielleicht auch im Prozess und die Produktivität vielleicht schmälert. Aber dass man das damit auch gut aufbrechen kann. Also roundabout bin ich mit dem oder wir alle mit dem, was wir hier von geteilt haben, was wir von euch erfahren haben, wirklich super zufrieden und sehen das für uns jetzt nicht als ja, Aufwand, den wir betrieben haben diese Woche, sondern nehmen da wirklich auch vieles, vieles mit und auch im Nachgang
die Gespräche, die ich hatte. Dennis hat es ja gerade gesagt, wir haben uns da schon mal per LinkedIn ausgetauscht und werden uns da weiterfinden, sodass dadurch sich etwas entwickelt. Und das finde ich sehr spannend, dass wir da gucken können, wie können wir da gemeinsam Themen auch voranbringen oder uns gemeinsam über Themen nachdenken und das Beste für jedes Unternehmen daraus machen. Ich glaube, das ist ja so, dann hat jeder auch einen Gewinn davon. Ach so. Genau, ihr merkt, das war jetzt in 10 Minuten, war das mal kurz nochmal der Überflieger über diese Woche mit verschiedenen Schwerpunkten. Und sodass wir jetzt hier heute landen im Recap. Und hier waren noch zwei offene Fragen zum Thema, die kann ich vielleicht mal gleich aufgreifen. Das Thema, ich habe heute eine Session, die Lernreise für uns drauf gelaufen ist, ob es immer gut gepasst hat oder ob etwas getauscht wurde. Na, so. Da kann ich was dazu sagen. Also haben wir feste Gruppen für diese Lerntandems, bleiben die zusammen. Und die bleiben tatsächlich zusammen. Wir haben ja relativ kleine Gruppen von 8 bis 10 Teilnehmende. Und wenn die so im Zweier-Tandem sind, bleiben die in der Regel auch so fest zusammen über das ganze halbe Jahr. Und mir ist noch nicht bewusst und mir hat mich noch nicht herangetragen worden, ob da viel Tausch war. Von einem Kollegen, der die Lernreise mitgemacht hat, der war mit seinem Tandempartnerin nicht ganz so zufrieden über die Zeit, hat aber auch festgestellt, okay, dann hätte er vielleicht etwas mehr auch machen müssen an der Stelle, was das Thema Zusammenarbeit ist, nochmal mehr gucken können in der Richtung. Na, so. Zur zweiten Frage, hat sich was geändert? Ja, es hat sich insofern geändert, und das fand ich heute Morgen spannend, dass wir haben das ja in einem Geschäftsbereich pilotiert und der Leiter des Geschäftsbereichs saß neben einem Kollegen, der heute Morgen beim Kickoff mit dabei war, wo ich gerade erzählt habe, und hat ihm diese Lernreise empfohlen und gesagt, wie cool diese Lernreise ist und wie viel der Geschäftsbereich dadurch davon profitiert, wo das auch tatsächlich in der Führung auch festgestellt wird. Ja, so. Und ich fand, bessere Werbung kann man nicht haben, wie wenn jemand ein Auftraggeber sagt, hey, mach das mal, das macht auch Sinn. Ja, so. Und ja, von daher passen wir an, ja, das vielleicht noch als nächstes. Wir bleiben nicht auf dem Stand, sondern die Trainerin sagt, sie hat vor 2 Jahren haben wir angefangen und sie macht bei jeder Gruppe macht sie fast ein neues Konzept. Das Grobkonzept, die Richtung stimmt, aber sie passt ihr Konzept immer an. Wir haben jetzt wieder die Strategie für dieses Jahr gehabt. Man sieht wieder, wo die Schwerpunkte darauf sind und das Konzept wird auch immer darauf angepasst und geht immer auf das ein, was die Führungskräfte dann auch von sich aus mitbringen. Also von daher ist es ein sehr lebendiges und lebendes System an der Stelle. Ne? Ralf, da ist noch eine Frage reingekommen. Ja, Vielleicht kann ich ihn noch gerne. kurz nachreichen. Und zwar der René fragt, ob es bei euch Unzufriedenheit gegenüber E-Learning-Pflichten gibt und wenn ja, wie ihr damit umgeht. Meinst du jetzt, vielleicht als Rückfrage, meinst du E-Learning in Form von Click-E-Learning, so man sich so als in der Richtung. Genau, hier ist René, schalte René, ich gerne dazu. Sehr gerne. Genau, beispielsweise, ich vermute mal, ihr habt auch sowas wie Datenschutz-E-Learnings oder andere verpflichtende E-Learnings. Ja. Und da die Frage, gibt es da Unzufriedenheiten aus der Mitarbeiterschaft oder vielleicht auch von den Führungskräften? Oder ertragen die das ohne zu murren und zu mucken? Also Sie ertragen das, ich glaube ja. Was uns da gelungen ist, wir haben einen Kollegen, der auch selbst in seiner Freizeit das Thema Storytelling hat und da auch sehr aktiv ist und manche Dinge sogar selbst bespricht und selbst immer wieder neu macht. Und dem ist es echt gelungen, auch das Thema Datenschutz, das ist gerade das Thema Datenschutz und Cloud, was bei uns ein sehr heikles Thema auch war, so gut rüberzubringen, dass er wirklich gute Rückmeldungen dazu bekommt, dass es Spaß macht, sich da auch durchzuklicken. Und wenn er natürlich irgendwo Okay. ist, wird seine Stimme erkannt, weil er sie auch selbst bespricht. Ja, so. Also, ob die jetzt alle lieben, kann ich nicht unterschreiben, aber so das, was ich an Rückmeldungen habe, jetzt kommen auch positive Rückmeldungen, so will ich es mal ausdrücken.
Ah, klasse, okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, also sehr weise, das so zu verpacken, dass es für die Mitarbeitenden tatsächlich auch angenehm ist, da zu lernen. Okay. Genau, also wir haben Und zu zweit, ja, gerne. weil ich gerade die Möglichkeit habe zu reden, vielleicht noch eine zweite Frage herangeschoben. Wie ist das? Dürfen bei euch oder können Führungskräfte sehen, ob die Mitarbeitenden in ihrem Team bereits Pflicht-E-Learnings auch schon absolviert haben? Es gibt bei uns, wir nutzen als LMS die Learning Solution von SAP. Und die Pflicht-E-Learnings, da erinnert uns an SAP immer daran, dass wir die machen müssen. Und das sieht die Führungskraft zu sagen, okay, das sind noch Pflicht-E-Learnings offen und dass die zu machen sind und erinnert auch daran. Das kann sein. Was ihr nicht seht, ob ich das jetzt dann mit 80, 90 oder 75% Erfolg Ja, okay. bestanden habe. Ne? Genau. Okay. Und ich glaube, ihr hattet gesagt, ihr wechselt aber auf, wie hieß das, Apria oder? Aprenia, das ist unsere Aprinia, ja. LXP. Mhm, Genau, genau, die ja, genau. LXP. Und da, also das alles, was Pflicht-E-Learnings bleibt, wird bei uns in SAP bleiben. Das als Ach so. Info, ja, so. Ah, okay. Und in Aprenia, das nutzen wir sehr viel für das Thema User-Generated Content, Lernreisen bereitstellen. Und da wird es sowas der Nachverfolgung zum Stand jetzt nicht geben. Da hätten wir es dann, da wollen wir die Hürde wirklich sehr, sehr niederlegen und den niederschwelligen Eintritt haben, damit die Mitarbeitenden das auch gut nutzen können. Für sich selbst ja, Okay. aber die Führungskraft wird das nicht nachverfolgen können. Klasse. Wir haben noch eine Super, wunderbar. andere. Achso, sorry, René, Dankeschön. warst du noch nicht fertig? Nee, doch, doch, ich wollte mich nur bedanken. Vielen Dank für die Info. Alles klar, vielen Dank, René. Wir haben noch von einem unbekannten Nutzer aus dem Zug eine Frage, ist auch ganz spannend, und zwar inwiefern der Betriebsrat in das ganze Thema involviert ist und ob es da Unterstützung oder eher Bedenken gibt. Wir haben einen sehr offenen Austausch mit unserem Betriebsrat zum Thema Lernen und Lerngestaltung haben da, sagen wir, wenn wir mit denen reden, sind wir da echt auf der gleichen Welle. Ja, so wir hatten jetzt einen ziemlich langen Prozess zum Thema Webinargestaltung, Webinardurchführung, was wir jetzt gerade diese Woche dann endgültig zugunsten der Lernenden, sage ich mal, gut abschließen konnten. Es geht darum, also wir haben das Beispiel bei den E-Learnings, haben wir eine Vereinbarung, dass wenn wir ein E-Learning erstellen, hat der Betriebsrat gewisse Rechte, dass wir das mit einem an den Personalrat geben. Wenn wir innerhalb von 10 Tagen nichts hören, dann gilt das als mitbestimmt bei uns. Ja, so diese Regelung haben wir getroffen. Das schon vor zig Jahren haben wir das gemacht und die läuft auch gut. Ja, so. Für Webinare war es so, dass wir da ging das Thema, welches Tool nutzen wir für Webinare und da gab es bei uns eine Vereinbarung, dass wir auch Teams nutzen können, aber dass es für Webinare, für die Nutzung, für Schulungszwecke eine Vereinbarung nochmal brauchte mit dem Personalrat und da haben wir jetzt eine Vereinbarung getroffen, dass wenn ich jetzt heute ein Webinar neu kreieren möchte, dass ich das machen kann. Es gibt 8 Leitfragen dazu, die ich dazu ausfülle. Die schicke ich dann ausgefüllt quasi, darüber informiere ich den Personalrat. Das kann per Mail sein, da kann man noch gucken, wie das funktioniert, ist ganz neu. Und mit dieser Information haben wir da auch die Mitbestimmung durch. Also wir müssen da nicht mehr lange warten. Das war vorher so, wir mussten immer auf eine Sitzung gehen, dann gab es noch eine Ausschusssitzung. Und bis ich dann ein Webinar durchgeführt habe, konnte es sein, dass 3 bis 4 Monate ins Land gehen. Und das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr machbar. Ja, so. Und da muss ich sagen, haben wir eine wirklich eine gute Lösung für unsere Lernenden gefunden draußen. Das war uns wichtig, dass wir da Geschwindigkeit reinkriegen. Da ist doch vermutlich auch, ihr habt ja vorgestellt, dass ihr die 60 Minuten Lernzeit pro Woche formalisiert habt, ne? Das ist ja wahrscheinlich für den Betriebsrat auch ein wichtiges Argument gewesen, vermute ich mal, ne? Ja, natürlich. Ja, das war natürlich auch ein Informant. Da guckt der Betriebsrat auch drauf. Und wenn man natürlich dann, wenn man mit dem Betriebsrat spricht, kann es dann heißen, ja, das machen die Leute ja nicht. Das ist halt auch immer so aus der Rolle heraus des Betriebsrates, wie der Betriebsrat dann argumentiert. Ja, da kommt vielleicht, so habe ich es erlebt in den vielen Jahren, wo ich jetzt mit dem Betriebsrat zusammenarbeite, da wird
Aus einer Fliege mal gerne einen Elefant gemacht. Ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich ist. Ja, so ein Fall ist dann der allgemeine Fall, der allgemeingültige Fall. Und die Welt ist da ein bisschen bunter, wie manchmal schwarz-weiß, wie es beim Betriebsrat manchmal ist. Und das muss man dann gut im Gespräch, im Austausch mit denen auch besprechen. Dann kriegt man da auch eine gute Lösung hin. Ich würde auch gerne mal hier in die Community fragen, weil wir das Thema so noch nicht zu fassen hatten diese Woche mit dem Betriebsrat. Gibt es denn andere Unternehmen bei euch noch, die eine BV haben zu dem Thema oder zu einem ähnlichen Thema? Okay, eher nicht, glaube ich. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Impulse. Genau, gibt es ein paar Rückmeldungen, Dennis, was Benny schreibt, dass da noch grundsätzlich noch ein paar Potenzial drinsteckt. Das will ich auch unterstreichen. Ach so. Und wir versuchen da immer, also mit dem Betriebsrat da im guten Austausch zu sein. Das ist auch festgestellt, dass das bringt sie früh einzubeziehen. Also jetzt sind wir ja gerade dabei, das Thema Learning Experience Plattform bei uns einzuführen. Und auch da gehen wir jetzt frühzeitig auf den Betriebsrat oder Personalrat, heißt es ja bei uns, zu, stellen vor, was wir machen, stellen den Projektplan vor und bieten an, mitzuarbeiten, dabei zu sein. Also größtmögliche Transparenz hilft da einfach, haben wir festgestellt. Ja, ich würde sagen, das ist parallel zu allen Transformationsthemen immer ratsam, partizipativ an solche Themen ranzugehen. Ne? Gut, aber genau. Das wissen wir ja grundsätzlich. Genau. Gut, dann gucke ich mal auf das grüne Post-it. Dass wir im Einzelnen nicht monitoren, was die Mitarbeitenden lernen. Genau, wie validiert ihr das Lernangebot? Ja, es ist korrekt, wir monitoren das insofern nicht. Wir sind aber sehr stark involviert, wenn es um das Thema methodisch-didaktische Beratung geht. Da sind wir mit dabei und da sehen wir auch, unterstützen damit auch große Umstrukturierungsprozesse. Das hatte ich diese Woche schon mal gesagt, das Thema Pflege, wo wir fast 500 Leute auf das Thema Pflege umschulen mussten und wo wir dann mit den Verantwortlichen vor Ort zusammen das gemacht haben, das Konzept erstellt haben, damit die das vor Ort machen konnten. Und so konnten wir sehr schön sehen, was da angeboten da ist. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf Dinge, die übergreifend sind, fachlich. Das sind wir, also für mich in der angenehmen Lage zu sagen, wir haben unsere Kompetenzzentren, die da viel weiter sind, wie wir das aus Sicht der Unternehmenszentrale sein können und können da unterstützen und machen dann solche Dinge wie Rahmen geben, das heißt, wie sieht die Lernwelt aus, wie sieht das Lernökosystem aus, wie können Lernende schnell auf Lerninhalte zugreifen, um das zu vereinfachen. Also das, was wir an User-Generated Content schon haben, ist eine ganze Menge. Und da kommt die Frage auf, finde ich auch das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist so unser Ziel, hauptsächlich darauf hinzuarbeiten. Zu Möchte den da noch jemand? Ja? Gibt's da noch ich Fragen? Ich wollte fragen, ob da noch jemand nachfassen will. Ruhige Runde heute. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ja. Differenziert er zwischen vorgegebenen Lernpfad und freiwilligen Lerneinheiten? Ja, sowohl als auch. Gibt es beides bei uns. Also wenn ich in Richtung jetzt gucke, was wir vorhaben, Lernpfade, dass bei uns eigentlich jeder Lernende, wenn er Lust hat, einen Lernpfad erstellen kann, einmal für sich selbst oder auch selbst eine Lerngruppe gründen kann und die Lerngruppe sich dann einen Lernpfad geben kann, die Lerngruppe dann freiwillig bearbeitet. Gibt es beides, wenn ich die Führungskraft als Lernguide beispielsweise nehme. Ja, so, da haben wir einen vorgegebenen Lernpfad, weil das sehr strukturiert dann auch ist. Ja, so. Oder im Rahmen der Einarbeitung. Ja, so. Also lassen wir beides zu und sind auch mal ganz gespannt, was sich dabei entwickelt. Ja. Oh, Applaus und Musik. Irgendwo läuft Musik. Das war doch Simon, oder?
Wie führt der Wirksamkeitsprüfung von Schulung bei der Bildung und Lerneinheiten durch? Im Endeffekt gucken wir im Anschluss darauf. Also was wir bei uns nicht mehr haben, gerade auch in der betrieblichen Weiterbildung, dass man für irgendetwas einen Test schreiben muss, um zu bestehen, außer jetzt bei diesen gesetzlich vorgegebenen. Ne? Also ich muss Datenschutz machen, da gibt es ein paar Fragen, wenn ich die weiß, so das ist in dem Bereich. Aber ansonsten versuchen wir gerade auch durch unsere Lernreisen hier im Nachgang für die Einheiten, also für die Teams auch wirklich dann feststellen zu können, hat sich was verbessert und wie hat sich's verbessert? Wird jetzt mehr gelernt? Wenn eine Lerneinheit fachlich war, können Dinge besser beraten werden, effektiver bearbeitet werden? Gibt es daraus Ideen, um vielleicht Prozesse zu verbessern? Ja, so, und lassen das in den Bereichen und geben denen dann sozusagen auch wieder dann Methoden an die Hand, wie sie es auch machen können. Ja, so in dem Zusammenhang. Und dann natürlich haben wir immer wieder das Thema Mitarbeitendenbefragung auch bei uns. Die wird jetzt gerade wieder ganz neu aufgesetzt. Wir haben Service-Quick-Checks, wo auch geguckt wird, wie der Service bei uns, wie auskunftsfreudig unsere Mitarbeitenden sind, wie schnell und wie gut die Beratung ist. Um daraus auch zu sehen, gibt es da eine Entwicklung und wo stehen wir da, können wir da unsere Ziele gut erreichen. Da legen wir mehr Wert auf diesen Part der Umsetzbarkeit. Ja, das so viel erstmal zu dieser Woche. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich kann mir auch jederzeit wieder vorstellen, mal wieder MOOC auch mal zu machen zum Thema. Und das hättest du nicht sagen dürfen, Ralf. Wir kommen ja, ich weiß, aber ich sage ja, muss man das Thema abwarten. Ne? Genau. Das nehmen wir bei der CLC gerne an. Ja, das weiß ich. Nein. Ja, dann bleibt mir an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank zu sagen, Ralf. Sieht auch nicht so aus, als wenn aktuell noch Fragen sind. Das war eine tolle Woche mit euch. Genau wie in den anderen 3 Wochen davor. Hohe Qualität an Informationen und Bereitschaft zu teilen. Bestens. So muss das sein. Und ja, Schön, wenn ihr auch was mitgenommen habt. Genau, also wir sind aber ja noch nicht durch mit dem MOOC. Wir haben ja noch eine Ergänzungswoche vor uns und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, Karl-Heinz, wenn ich mal digital zu dir rüber gucken darf. Ja, gern. Also ich habe angekündigt bekommen, dass die Fabienne um 3:15 erst kommen kann. Die hat wohl vorher noch einen Termin. Insofern wäre es schön, wenn wir bis dahin noch hier sind. 3:15 ist ja eine Zeiteinheit, da können wir Hamburger nichts mit anfangen. Das musst du übersetzen, bitte. Ach so. Also ganz konkret 13:45. Und es geht um eine kleine Ergänzung und vielleicht kurze Ankündigung dafür. Es gibt ein Team von 3 Unternehmen, die alle sowas Ähnliches wie Lex bei der Telekom machen. Und das ist die DATEV mit, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß. Ihr habt eine Session dazu auch erlebt in der DATEV-Woche. Das ist die Telekom mit Lex, also Lernen von Experten. Und das ist Bosch mit dem Bosch Club. Da gab es bei uns auch mal ein Corporate Learning Meetup, wo die das erklärt haben. So, und die kamen dann auf die Idee, es ist ja ganz schön, dass wir das in unseren Unternehmen machen, aber da ist ja vieles auch wirklich für alle nützlich. Und macht es nicht Sinn, so eine Plattform unternehmensübergreifend zu etablieren? Und genau das wollen die 3 mit euch diskutieren in der nächsten Woche. Und deshalb wäre es ganz schön, wenn ihr auf alle Fälle am Montag gleich wieder weiter dabei seid, denn es beginnt Montag um 13 Uhr, wie üblich jetzt bei uns im MOOC. Und da stellen die praktisch ihre Erfahrungen mit ihren eigenen Projekten vor. Und insofern wäre es ganz gut, wenn ihr da seid. Aber ich sehe, der Christian ist schon hier. Vielleicht, Christian, kannst du gleich übernehmen, denn wir sind schon fertig mit dem Abschluss der Woche jetzt bei TK. Und ich habe jetzt bloß die Brücke geschlagen, damit ihr vorstellen könnt, was in der nächsten Woche passiert.
Ihr Lieben, erstmal bedauere ich, dass ich in dieser Woche viel weniger lernen konnte, wie ich eigentlich gerne lernen würde. Von daher konnte ich jetzt gerade noch reinkommen und musste das alles nachschauen. Gott sei Dank gibt es ja Videoaufzeichnungen. Und eigentlich gehört auch Fabienne. Insofern müsste er auf jeden Fall bis 3:45 Hochdeutsch bleiben, weil Fabienne wirklich die Energiegeberin war, die die Organisationen jetzt auch zusammengebracht hat. Die Fabienne hat den Shaquille angesprochen, der heute leider nicht kommen kann. Und der hat dann uns ins Spiel gebracht. Und Karl-Heinz, du hast es wunderbar beschrieben, dass wir diese Idee des Voneinanderlernens über die Unternehmensgrenzen hinweg denken. Und ich kann an der Stelle sagen, das Interessante ist, jetzt bin ich heute da, obwohl ich gar nicht zum engeren Vendate Füste, was da der Weiß-Team gehört, weil die im Lauf der Auseinandersetzung mit Fabienne gespürt haben, dass eigentlich unser DigiCamp, die offene Plattform des Lernens, da praktizieren wir das eigentlich schon. Das heißt, dass Menschen auch außerhalb der Organisation kommen und ihr Wissen weitergeben, ist praktisch dreimal im Jahr bei uns am DigiCamp schon ganz normal. Da haben wir auch Prozedere und Verfahren und dann haben die Kollegen von WDW gesagt, eigentlich ist das DigiCamp da mitzudenken. Und ich habe, die unsere Formate ein wenig kennen, ich habe irgendwann gesagt, als WDW erfunden wurde, das WDW ist praktisch das DigiCamp 365 Tage, also im Prinzip ein durchgängiger Prozess. Und auch da haben wir schon mit externen Teilnehmenden und ImpulsgeberInnen gearbeitet und deswegen haben wir es jetzt so ein bisschen gemeinsam gedacht und werden nächste Woche einfach da in den Dialog gehen und kann herzlich einladen. Einige von euch, weiß ich schon, waren schon Impulsgeber bei uns auf dem Camp und wir haben sogar, das war eins der Themen, das die Telekom rausgebracht hat, ob es auch ein Geschäftsmodell ist, also ob man eine Plattform bauen kann, wo man auch als Unternehmen sagt, wir bringen damit auch einen Wertschöpfungsbeitrag bei. Das ist, denke ich, eine Idee von Fabienne auch, ob man über eine Plattform auch im Sinne des wirtschaftlichen Agierens hantiert. Das war jetzt für mich als DATEV-Mitarbeiter nicht im ersten Punkt, aber da kann dann Fabienne und Shaquille, glaube ich, eher erzählen, weil die auch so ein bisschen das Thema hatten, wie finanzieren sich ihre Leistungen und ist das ein Teil, wo sich über Vernetzung von Expertenwissen auch Wertschöpfung generiert. Mhm. Genau. Soweit meine Vorrede. Und ich weiß, wir haben die üblichen 13 bis 14 Uhr am Montag und am Freitag. Und es gibt ein LinkedIn Live am Dienstag, zu dem Fabienne auch schon eingeladen hat. Ja, genau. Und am Freitag ist dann auch der Abschluss. Ich glaube, ihr habt dann zwei Sessions beim Corporate Learning Camp dafür schon eingetragen, sodass jetzt am Montag der Start ist. Dann kann die Diskussion losgehen. Am Dienstag wird es nochmal vertieft. Und dann schauen wir am Freitag wieder nach, was ist draus geworden und fassen zusammen vielleicht. So ist es jedenfalls gedacht. Also ich kann euch nur einladen. Ich finde es eine sehr gute Idee, einfach mal über den eigenen Unternehmensschatten hinwegzuspringen und zu sagen, hey, können wir sowas nicht gemeinsam machen? Denn wir stehen alle mit ziemlich gleichen Anforderungen da, wie man jetzt bei dem MOOC ja auch gehört hat. Und vielleicht macht es wirklich Sinn, dass wir uns mal anfangen, etwas gemeinsam zu machen, so ganz, ganz offiziell. Also ich finde die Idee richtig gut. Deshalb habe ich ja gesagt, hey, die Corporate Learning Community sollte das unterstützen. Und vielleicht wird auch mehr draus. Aber wir brauchen einfach noch ein paar Leute, die sagen, ja, ist eine gute Idee. Wir brauchen auch noch ein paar Unternehmen, die sagen, ja, für uns wäre es auch gut. Und dann kann man mal über Finanzierung nachdenken, wie sich sowas tragen kann. Aber vorher wollten wir eigentlich mit der Community erstmal drüber reden und mal sehen, was draus wird. Also ihr seid die ganzen Experten, die wir brauchen, um diese Idee weiterzuentwickeln. Und ich finde das Thema Peer-Learning, Großdenken in besonderer Weise richtig, weil ich kann, die vielleicht bei der DATEV-Woche dabei waren, es klingt ja so, als ob bei uns das ein völlig integriert in die Unternehmensstrategie verbundenes Thema ist, das positiv besetzt von allem in unserem Unternehmen getragen wird. Und das ist es eben noch nicht. Das heißt, das Thema Peer-Learning, Großdenken heißt auch, dass es immer wieder auch im Management Kollegen gibt, die unsicher sind, ob sie dafür ihre Ressourcen
freigeben, ob sie dem Lernen in hoher Selbstverantwortung von Kollegen, ungesteuerter, wie wir das vielleicht in sonstigen Formaten kennen, ob sie dem unterstützen. Und ich engagiere mich auch über die Grenzen hinweg, weil es einfach ein gutes Gefühl ist zu wissen, dass die Kollegen von Bosch und Telekom auch solche Modelle machen. Und ich glaube, dass das über den Tellerrand hinaus, sich gegenseitig zu motivieren, auch ein Element ist. Und ich lade herzlich ein, wir werden am DigiCamp wieder eine Peer-Learning-Initiative starten, die jetzt im engeren Sinn ein kleines WDW, wo jeder sich zum Experten in einem Peer-Circle sein kann, machen kann und mit Dativ-KollegInnen zusammen, aber auch in ganz offenen Runden startet. Und deswegen fand ich es schön, dass die Fabienne dazu aufruft, weil ich mich freuen würde, wenn wir stärker vernetzt auch in kleinen Runden Wissen miteinander austauschen. Das ist etwas, was ich hier in der Corporate Learning Community wahnsinnig schätze. Und ich glaube, viele KollegInnen diesen Schatz noch nicht für sich erschlossen haben, ist zumindest meine Überzeugung. Und da niederschwellig Einladungen zu machen, wäre der Dativ-Part in der nächsten Woche, wo wir gern, und da die anderen ja viel größer sind, ist das Großdenken schon deswegen gut, wenn wir mit großen Partnern zusammenarbeiten, dann ist das Großdenken ja auch wesentlich naheliegender. Und ich sehe gerade, der André ist gerade dazu gekommen, André Brüggemann vom Bosch Club. Ja, es tut mir leid, ich hatte leider ein Betriebsratsmeeting, was länger ging, und der wollte einfach nicht aufhören zu diskutieren, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich hoffe, ich komme rechtzeitig, und als ich reinkomme, habe ich schon gehört, der Christian hat bereits gepitcht. Danke, Christian. Aber klar, nächste Woche sind wir am Start. André, es ist euer Bühne. Ich habe auf jeden Fall gesagt, es obliegt eurer Energie. Ohne euch würden wir jetzt hier nicht zusammenkommen. Von daher freue ich mich, wenn ihr die Initialidee auch nochmal erzählen konntet. Deswegen, also ich glaube, er hat schon recht viel erzählt. Also wir wollen mit euch ganz klar das Thema Peer Learning einfach, wie der Titel schon sagt, größer denken. Also auch zu gucken, was ist möglich, was vielleicht Fallstricke. Also auch, wir wissen, glaube ich, alles wird keine leichte Reise, da zusammenzukommen, weil es diverse Regularien gibt mit diversen Stakeholdern, die plötzlich mitreden wollen, Politik und das Übliche. Deswegen wird es, glaube ich, eine sehr spannende Diskussion nächste Woche mit sehr vielen, also ich hoffe, von sehr vielen wilden Gedanken aus den verschiedensten Corporates, aus den verschiedenen Unternehmen, wo, glaube ich, jeder seine Learnings hat. Und ich hoffe, dass wir uns da sehr gut befruchten können. Deswegen große Freude auf nächste Woche. Ja, vielleicht so als Hintergrund, was mich da fasziniert hat, es gibt ja von der Bundesregierung ein Riesenprojekt, ich glaube irgendwie eine neue deutsche Bildungsplattform, und die haben da 680 Millionen für eingeplant. Und das läuft jetzt schon eine ganze Weile, und wir wundern uns so ein bisschen, man hört wenig davon und wer weiß, was draus wird. Alles, was man so hört, ist überhaupt nicht so die Idee, dass Selbstlernen damit unterstützt wird. Und ich habe so den Eindruck, das ist das Zukunftsthema überhaupt, und vielleicht macht es viel mehr Sinn, wenn sich wir, die wir Corporate Learning Profis sind, uns dafür engagieren, es von unten heraus aufzubauen, was wirklich was Sinnvolles ist. Und so teuer muss es ja auch gar nicht werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein wirklicher Impuls für die Bildungslandschaft ist, wenn wir es mal schaffen, so eine Plattform hinzustellen, wo jeder etwas veröffentlichen darf und jeder es auch nutzen darf, ohne dass man lange fragt, wer da jetzt zuständig ist oder so. Also von daher, irgendwie passt es, glaube ich, in die Zeit. Und wenn ihr da euch ein bisschen mit engagieren wollt, wäre das ganz gut. Aber vergesst die politische Dimension. Das ist zunächst mal eine ganz pragmatische Lösung. Wie können wir es hinkriegen? Ne? Und wobei ich da tatsächlich noch ergänzen wollen würde, wenn Plattform heißt, nicht nur digital, sondern kontinuierlicher Austausch auch in welchen Peer-Learning-Runden auch immer, das fände ich richtig gut, ne? Und wenn du diese Now-Plattform meinst, Karl-Heinz, da kann ich dir sagen, dass die im Moment in den regionalen Strukturen zerschellt. Ja, ich glaube auch. Ja. Da geht's, glaube ich, nicht um die Sache. Nee, das Gefühl habe ich auch. Da können wir uns lieber um die Sache kümmern. Ja. Ich glaube, Karl-Heinz, Entschuldigung, für Bayern kann ich sagen, unsere ehemalige Digitalministerin Judith Gerlach hat, glaube ich, aus Singapur gelernt, dass man Corporates mit dem Bildungssystem der breiten Masse zusammenbringt, und hat die Allianz für digitale Kompetenzen ins Leben gerufen und hat vermutlich in Bayern ansässige Firmen, ich weiß gar nicht genau, was ihr Hebel war, wir waren auf jeden Fall dabei auch beteiligt,
und hat jetzt eben eine Allianz aufgerufen und das DigiCamp ist Teil dieser Allianz. Es gibt also eine Bildungsplattform in Bayern. Wie Karl-Heinz die nachgefragt ist, weiß ich nicht. Und wie viel Peer-Learning da drin steckt, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, soweit ich das Programm angesehen habe, waren das eher klassische Bildungsangebote, die von den anderen Firmen dort eingebracht werden. Aber es wäre schon die Idee, dass es eine politische Dimension, ein Zusammenspiel zwischen dem Corporate-Kraft und der Gesellschaft ist, das wohl in Singapur völlig normal war. So habe ich das jetzt auch von einer Delegationsreise bei uns mitbekommen, dass dort die Beteiligung von Unternehmen an der breiten Bildung von Bevölkerungsschichten wohl ein wesentlich größerer Bestandteil hat. Und zumindest kann ich diese Allianz, die gibt's so als schön. Politisches Beispiel. Ja, wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in diese ganzen politischen Fahrwasser da kommen. Dann sind wir schnell behördlich geregelt. Und ich glaube, das ist das Falscheste, was uns passieren kann mit so einer Plattform. Insofern ganz gut, wenn wir es erstmal packen. Ne? Ja. Ich glaube, wichtig nicht diesen High-Glossy-Ansatz. Das habe ich das Gefühl, ja. Wo wir gerade aus dem Unternehmen raus müssen. Das muss nicht perfekt sein. Lass mal lieber loslegen und gucken, wie wir es anpassen können. Und das funktioniert auch. Ja, ich glaube, das ist sogar eine der Bedingungen, dass es nicht perfekt ist. Stell dir mal vor, wir hätten eine Vier-Sterne-Umgebung dort, dann würden sich ganz viele nicht trauen, etwas einzustellen. Also wir wollen ja möglichst viele motivieren, dort etwas unterzubringen, auch wenn es noch nicht so ganz hundertprozentig ist. Aber oftmals ist nicht die Darstellungsqualität so wichtig, sondern die Authentizität von Leuten, ne? Und das müssten wir nach vorne bringen, indem wir sagen, komm, wichtig ist, dass deine Botschaft rüberkommt. Das muss nicht von der Agentur bearbeitet sein. Ne? Ist vor allem, glaube ich, ein Manager-Thema, das ist zumindest die Frage, die wir am häufigsten gestellt bekommen, wenn wir irgendwo den Botschaft vorstellen, ja, wie stellt ihr es denn mit der Qualität sicher? Weil wir ganz klar sagen, na, es ist erstmal nur Angebot, kein Zwang. Und wenn die Leute das nicht perfekt machen, dann lernen die halt davon, die wachsen halt daran. Irgendwann sind sie vielleicht mal perfekt, aber irgendwo müssen die auch mal anfangen. Dass, wie wenn ich Mitarbeiter haben möchte, bitte mit 10 Jahren Berufserfahrung, irgendwo müssen die auch ihre ersten Schritte machen. Und dafür ist so ein Format ja gut. Genau. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob die Fabienne noch kommt, denn auf sie warten wir. Die ist leider krank. Ach, die ist krank. Ach, na deswegen, dann. Die hat es ein bisschen erwischt, deswegen habe ich eben noch geschrieben, bitte geh mal schnell rein, weil ich dachte, aber. So, es ist aber noch ein. Sorry, es ist noch eine Frage aufgekommen, aber noch bezogen auf Ralf. Und zwar, ich glaube, das war Norman, das war irgendwo weiter oben, egal. Also auf jeden Fall kam die Frage auf, Ralf, ob die Ergebnisse der Woche noch zugänglich bleiben für eine Zeit oder macht ihr das Konzeptboard zu? Dein Mikrofon ist aus. Genau, ja, habe ich es gemerkt. Nein, bleibt erstmal offen, von daher. Zumindest mal, will ich mal gucken, was da ist. Zumindest über das Corporate Learning Camp hinweg auf alle Fälle. Ja, so glaube ich, macht das Sinn. Und danach gucke ich mal, wenn dann keine Bewegung mehr drauf ist, mach's irgendwann dann mal zu, glaube ich. Wunderbar. Ja, super. Vielen Dank. Also dann will ich die Gelegenheit mal nehmen, erstmal dem Ralf ganz herzlich schönen Dank zu sagen. Vielleicht macht er eure Mikrofone kurz mal auf und wir geben ihm mal einen Beifall. Dankeschön. Danke für die tolle Woche. Und zweitens dem Thomas, der diese Woche so intensiv und gut moderiert hat. Danke, Thomas. Ja, und wir treffen uns hoffentlich am Montag wieder um 13 Uhr. Wir werden einen ganz kurzen Rückblick auf das Camp, auf das MOOC, den CLMOOC 24 machen, aber nur 5 Minuten und dann gibt es den Einstieg in das Thema Peer Learning Großdenken. Und den richtigen Abschluss des CL24 MOOC werden wir beim Corporate Learning Camp machen am Freitag, den 22. um 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr wollen wir den Rückblick machen, wer von euch dabei sein kann. Klingt euch irgendwie ein, entweder ihr seid in Hamburg dabei oder ihr könnt jederzeit auch online dazukommen. Unser Sessionplan steht ja auf colearn.de und ihr findet dann auch den Zugangslink zu dieser Session. Also ihr könnt euch gerne einklicken, damit wir so ein bisschen gemeinsam rückblicken können, was ist in den 4 Wochen passiert, was war gut, was machen wir beim nächsten Mal besser. Ich freue mich auf euch und schönen Dank erstmal. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende. Tschüss. Ebenso. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So. Herzlichen Dank, ihr beiden.